Bei Hertha BSC knallt es trotz des wichtigen Sieges gegen Hoffenheim. Investor Lars Windhorst hat die Vereinsführung attackiert. Mir ist klar geworden, dass es unter der Führung von Herrn Gegenbauer nicht möglich ist, als Team etwas zu erreichen, sagte der 45-Jährige bei Bild TV. Die Hertha sei für Werner Gegenbauer, der seit 2008 Präsident bei der Alten Dame ist, ein persönliches Spielzeug. Der Erfolg des Vereins stehe für den Clubboss nicht im Vordergrund, vielmehr gehe es ihm um den eigenen Machterhalt. Ich werde nicht mehr mit Herrn Gegenbauer zusammenarbeiten und aus dem Beirat von Hertha BSC zurücktreten, kündigte der Investor erste persönliche Konsequenzen an. Windhorst machte aber auch klar, dass er weiter um seine Vision von einer international vertretenen Hertha kämpfen wolle. Weder den Traum noch das Investment wolle man aufgeben. Markus Anfang hat sich nach seiner Überführung als Impfbetrüger zu den Vorfällen geäußert. Im aktuellen Sportstudio des ZDF erklärte er: Ich will mich für das entschuldigen, was ich gemacht habe. Ich bin meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden. Ich habe viele Menschen getäuscht und belogen. Ich habe meiner Familie einen sehr großen Schaden zugefügt. Zu den Beweggründen sagte Anfang: Ich bin leidenschaftlicher Trainer, wollte unbedingt dabei bleiben bei diesem großartigen Verein Werder Bremen. Die Sorge, seinen Job zu verlieren, wenn er nicht geimpft wäre, habe ihn zu seiner Handlung getrieben. Bis heute ist der 47-Jährige nicht geimpft, da er vor möglichen Folgen der Impfung Angst habe. Im Zuge der Affäre war Anfang im November in Bremen zurückgetreten. Sein Nachfolger wurde Ole Werner. Der FC Bayern München gewann souverän mit 4:0 gegen Union Berlin. Doch die Stimmung der Allianz Arena war alles andere als meisterlich. Zu hören waren fast ausnahmslos die Gästefans. Angesichts der kaum vernehmbaren Bayern-Anhänger gab es spöttische Gesänge der 1500 Berliner zu vernehmen. Nach dem Spiel auf die Stimmung angesprochen, räumte Julian Nagelsmann kritisch ein: Es kann lauter sein im Stadion. Wir freuen uns, wenn alle Fangruppierungen wieder da sind und uns voll anfeuern, so der Bayern-Trainer. Von den Bayern-Ultras fehlt in der Arena weiterhin jede Spur. Zu Saisonbeginn hatten sich die Gruppierungen aus der Südkurve aufgrund der geltenden Corona-Vorgaben gegen eine Rückkehr in die Arena ausgesprochen. Rund einen Monat nach dem Super Bowl-Sieg haben die Los Angeles Rams mit einem ihrer Superstars verlängert. Quarterback Matthew Stafford unterschreibt einen neuen Vertrag und bleibt so nun bis 2026 in der Stadt der Engel. Laut NFL-Insider Ian Rappaport soll Stafford mit dem neuen Vertrag zu einem der Top-Verdiener in der NFL aufsteigen. Der 34-Jährige war im vergangenen Jahr per Trade von den Detroit Lions gekommen und führte das Team sofort zum ersten NFL-Titel seit 2000.